Aber guter Song. Ja, war gut. Mit einem Song, den keiner gehört hat, freundliches Hallöchen zurück. Mal wieder bei Northgard. Aha. Wie, das hat keiner gehört. Ja, es tut mir leid. Ich habe mir gedacht, ich nehme es gerade mal wieder auf, weil wir haben jetzt ein paar Änderungen im Vergleich zum letzten Mal. Ja, ich war das Lasse. Ich bin von Wolf auf Hirsch umgestiegen. Warum das? Wird man sehen. Sieht man direkt, dann scheiße den Schlagzeug und was. Zum Beispiel. Da kann man den von vornherein einfach schon mal so machen. Ja, aber das ist komplett bekloppt. Das ist komplett irgendwas hier. Ja. Wir haben den Schwierigkeitsgrad ein wenig erhöht. Wir spielen jetzt nicht mehr auf einfach. Wir haben jetzt mal alles auf Mittel. Das heißt, es geht einem alles ein bisschen mehr auf den Zeiger. Ich wollte gerade sagen, schön, wie das letzte Mal zensiert hat. Ganz große Leistung. Vielleicht mal kurz einen Applaus. Also ich klatsche nicht. Ja, aber ich meine, du hast es angekündigt, das ist was Neues, aber man sieht doch gar nicht, dass wir eine andere Frisur haben. Ja. Ach so, ja. Ich hab mir jetzt mal so eine wie der Sepp gemacht. Oh cool, gar keine. Vollbart mit Glatze. Nur da ich kein Bart habe, aber ich hab eine Glatze. Das ist doch schon mal nett. Direkt neben dran einmal Rehe und einmal Fische und Bauern. Einmal drumherum jedes Feld mit Nahrung. Das habe ich leider nicht, aber ich habe direkt nebenan ein Waldgebiet. Ja, das hoffe ich jetzt. Ich habe noch eine Chance, dass das hier jetzt noch Waldgebiet ist. Das wird nicht schwer sein. Guter Kack. Ja! Und das letzte Gebiet ist Wald. Geil. Zweimal Nahrung, einmal Wald drumherum. Dreimal Nahrung, einmal Wald, zweimal Stein dabei. Geil. Einmal Wald, zwei Stein, einmal Wissen, einmal Nahrung. Wissen ist auch noch. Ach, da hinten habe ich auch noch ein freies Gebiet, das guckt er sich jetzt noch an. Das ist so erstmal ein bisschen Dorfbewohner ausbilden lassen, weil ich gerade Nahrungsmiese mache. Ja, und ich ziehe jetzt mal meinen zweiten Speer dann gleich wieder ab, weil ich mag es zurück, mache beim Einstieg jetzt mal zwei Speer. Wenn ich relativ schnell das Umfeld aufdecke und dann weg und erst Gebäude baue, wenn ich weiß, wo was am besten ankommt. Weil dann, sonst ist dieser Tiefpunkt, wenn man das erste Mal Holz produziert, so lang. Ja. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, einfach mal schnell zwei Speer zu machen. Leider von Wölfen besetzt, aber Rehe habe ich auch in der Nachbarschaft. Ja, das ist bei mir auch Wölfe. Also bei mir, bei den Rehen gar nicht, stimmt gar nicht. War gelogen, haha, alle verarscht. Bei den Rehen gar nicht, beim Bauernhof und bei den Fischen, aber bei den Rehen. Es regnet. Und es regnet inside the mountains. Kostet Dachdecke, wo ist ein Fusche? Es ist ein Loch gelassen. In the mountain. Er sagt, ich hab nichts getan, das war ein Vulkan. Schubido, also ich würde sagen, wir müssen den Sumpf zwischen uns mal, den kriegt der Atmer noch. Nachdem du schon nach links abgebogen bist, um in den Weg abzuschneiden. Ich bin nur diesen einen nach links abgebogen, wo du sowieso nicht. Na, das hättest du theoretisch schon hier oben gekonnt, aber wegen des Feldes. Mir ist egal, im Atmer ist weg. Ja. Ich bin entspannt, ich breite mich hier aus und bin offen. Nothing gonna stop me now. Ja, der Atmer darf aber durch den Sumpf, sonst kommt der doof. Das ist schon richtig. Der kommt eh nicht mehr hoch.
Aber dann muss er von da aus in deine Richtung, weil geradeaus vom Sumpf... Nee, kann er nicht, weil ich kann auch keine andere mehr weiter sonst. Doch, du kannst doch auf der anderen Seite von deinem Fischteich durch. Das ist doch aber mein Fischding hier. Ja, aber das hat man nur Steine um sich drum herum. Was soll er denn machen? Ja, wenn du ihn zubaust? Hab ich überhaupt nicht. Der käme bei mir auch nicht durch. Das sind auch nur Steine. Ja, wäre doch auf sich durchgekommen bei der Frau. Da wäre halt über dein Haupthaus. Ja. Ach, du erzählst doch. Ach, jetzt soll ich hier meinen Fischteich abgeben, ne? Nur weil es mir einmal gut geht. Einmal geht's mir gut hier. Als du da ab mal angefühlt hast, hat er jetzt davon, dass es gut geht, weißt du? Und ich sieht da einfach mal ein Festmahl, der groß kurz mein Land will er haben, aber genießt es nicht, weißt du? Das sind mir die Liebsten, das sind mir die Protzer, sag ich. Das jetzt muss ich auf, ich habe jetzt zwei Fischgebiete, auf beide muss ich verzichten, wenn der ab mal da hoch soll. Ne, das obere kannst du doch haben. Und da ist nee, ja noch eins oben. Kommt ja aber nicht weiter hoch. Wenn ich ihm nur deswegen gebe, kommt er immer noch nicht weiter hoch. Dann blocke ich ihn einfach einen Meter weiter, das bringt auch nichts. Ich muss ihm die komplette Lane freilassen hier. Mit dem Bissenstein, allem, was so voll ist. Was ich nicht konnte, liegt auch nur daran, dass ich nicht so viel gegessen habe. Ich bin ganz ehrlich. Wo kommt denn der Wolf her? Ach, der kommt daher. Ach, ja, von daher. Oh. Ich habe im Moment noch sehr starkes Nahrungsdefizit und es geht auch Winter zu. Es ist unangenehm. Oh, da kannst du eine geile Schmiede bauen. Ja. Also. Ja. Ich kann ultimativ Böses machen. Ich bin hier schon auf die Gegner gestoßen. Ja, du baust dich auch gerade sonst wohin. Ja, man muss ja mal gucken, wo wir bleiben. Nachdem ich jetzt weiß, dass ich ja die Hälfte meiner Länder reich quasi verschenken muss, kann ich nur hochgucken, sofort den Emporkömmling da. Sag ich. Ja, Abba kann sich ruhig zu äußern. Ah, da ist der Magma-Strom. Ah, nice. Den hab ich ja gefunden, glaube ich. So, minus 3 Essen ist ja noch verknusbar. Ja, ich habe auch minus Essen, weil ich ja meine Fische nicht anfangen konnte da. Erstmal genug gespäht sein da oben. Der geht mir sowieso nur wieder drauf. Ja, zieh ihn besser zurück, bevor es zu spät ist. Ja, dann kann ich mir nämlich noch ein bisschen Nahrung sammeln, dann komme ich hier nämlich ganz easy über den Winter. Jawohl, Winter und ich mache plus 2 Nahrung, das gefällt mir doch. Ja, ich mache minus 7, weil ich die Fische ja nicht habe. Toll atmen, wir müssen uns das jetzt den ganzen Abend anhören.
Der sagt eigentlich gar, warum sagst du eigentlich nichts? Hallo? Wir müssen uns nicht wegen Affen anhören. Der hat sich gar nicht getraut, mir nicht nach meinen Ländereien zu fragen. Das war ganz allein deine Idee. Der Affen hätte sich nie getraut. So, Bergbaueffizienz. Respekt vor meiner einschüchternden Person da. Die Fresse ja. Aber du. Ja, ich wieder. Ja. Wenn du menschliches Defizit. Oh, schön. Mensch. Warte, muss ich mir da mal kurz durchgehen. Die nächste Besprechung auf Arbeit. Muss die Musik leiser machen. Ich bin keine Spielmusik mehr gewöhnt. Ja, ich hab aber auch irgendwie das Gefühl, die ist lauter als beim letzten Mal. Ja, ich hab sie auch, musste auch wieder runterstellen. Ich glaube, ich komme jetzt gerade, weiß nicht, ob ich jetzt gerade in die Option reinkomme. Ja, kommst du. Du kannst in der Option links auf Spiel anhalten, da steht bei mir, ihr habt noch zwei Pausen. Scheinbar kann jeder zweimal pausieren für Tiki. Ich kann jetzt Hauptmenü öffnen während des Spiels, da muss ich nicht viel anhalten. Das ist immer, da mache ich ein bisschen Musik. Alles auch gerade noch mal ein kleines bisschen leiser. So, wunderbar. Hast du was leiser gemacht? Ich höre dich gar nicht mehr. Hallo. Hey, wo greifen die jetzt an? Das seid ihr Möhre. Weißt du, weil ich jetzt wegen dem Atmen mein Hoheitsgebiet so abbiegen musste, kann ich das ganz schwer zu kontrollieren. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie so ein bisschen schlechte Laune herrscht da drüben. Als Mauer mal reden. So, jetzt habe ich zwei Kriegerleins. Ne, da ist ein Krieger drin. Ach, ihr seid schon zu zweit. Die stehen wieder ineinander. So, jetzt müssen wir hier die Wölfe weg. Ich gerade dabei, die Wölfe anzugreifen, dann macht sich einfach einer vom Acker und greift zurück an. Was ist denn das für ein Benehmen, sagen Sie mal. So. Jetzt brauche ich langsam mal ganz dringende Heilerhütte. Mir geht's nämlich nicht mehr ganz so gut. Ja, ich habe gerade auch vier Verletzte. Die müssen jetzt erstmal alle durchheilen, aber der einem Heiler dauert das eben. Ja, ich habe auch gerade wieder einen zu hohen Nahrungsverbrauch, sehe ich. Ja, geht mir auch so. Ja, jetzt ist aber gerade wieder doch ohne neu gekommen. Jetzt geht's wieder. Ich muss schon wieder ein Haus bauen. Das ist echt sauer. Warum sind die näher hier beide in der Kacke? Aber das sagt mir ja keiner. Danke, Martin. Jetzt sagst du es. Jetzt kommst du angeschissen. Nehmen wir die Info, ihr braucht. Ja. Ah. Ein wenig seichte Kritik am Arm. Ja, wäre schön. So, du Steinfuzzi, holst mir jetzt mal den 10. Stein wieder ran. Am besten jetzt. Sag mal, ich werde die ganze Zeit angegriffen. So. Aber nimm endlich mal deine Gebiete ein, das nervt ja hier. Hier Schädlingsbekämpfung, das ist ja ganz. Ich habe keine Lust, mich die ganze Zeit gegen deinen blöden Sumpf verteidigen zu müssen. Das ist dein Sumpf, du bist die Hoheitsverantwortung. Kümmert dich, dass er wegläuft. So. Du hast den gebucht, du musst ihn auch abbezahlen. Ja. Mach Goldminus, ja, kack die Wand an. So, ich kann mein Gemeindehaus aufwerten. Jetzt sind es schnellere Dorfbewohner. Nice, nice. Und ach, ich hab einen Heiler. Speer kann jetzt wieder zum Dorfbewohner werden, wenn er mal die Rüstung auseinander nimmt. Dankeschön. Sehr schön, sehr schön. Oh nee, ich hab richtig Geldmangel. Was soll das denn? Ja, ist bei mir auch easy knapp auch nicht noch. Viel. Doch, Quark. Ja, mein Speer ist tot. Sehr gut, hat Spaß wieder. Das klingt jetzt erstmal für das ganze Dorf kritisch, aber bei der Herd, ich möchte erwähnen,
finanziell ist das ein verdammt gutes Ereignis. Ah, ja, der Speer kostet Geld, oder? Nee, Nahrung, Holz, irgendwas, wir brauchen, halt Ressourcen. Der braucht Nahrung und dann macht alle depressiv, weil er verletzt ist. Und kannst du weil er außerhalb von deinem Gebiet ist. Also, er stört. Er ist schon so ein bisschen Problemkind. Deiner ganzen Existenz ist er im Prinzip nur eine reine Belastung. Sagen wir einfach klar, wie es ist. Er ist ein AK. Ja. Sagen wir mal, der Kevin der nordischen ein Nord-Kevin. So, ich bin nahezu pleite, das ist ein Traum. Ich hab 30 plus 1. Ich bin gerade bei 14 und minus 2. Plus 8, plus 9, minus 2. Ich habe also nur noch 6, 5 Münzen. Also ich bin gleich pleite. Ja, ich drücke jetzt mal auf Handel und dann habe ich schon wieder plus 1 und Titane. Aha. Da kriege ich sowieso nochmal Goldbonus und Futterbonus. Also, das ist ein Schleimscheißer. Ich spüre beim nächsten Mal auf die Hirsche. Du gekackte Ressourcen da. Ich muss für alles kämpfen, weißt du? Als Wolf. Da arbeiten wir das. Von der kriegt das hinterhergeschmissen. Der passt so sehr aus wie der Atmer, der mein Lampen hat. Jetzt hauen wir nochmal ein paar Wölfe um. Ja, ich mein dich, Hartmann. Warte, lass die. Zack, und dann holen wir uns. Warum hab ich hier minus 2 nach? Ja, das geht ganz schnell. Du von einem Moment auf den anderen hast du irgendwie ein neues Haus gebaut, einen neuen Dorfbewohner oder war keine Ahnung. Zack, 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 bum, bum, bum. Ja, weißt du, wie es ist? Ding, 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 klick, klick, klick. Ja, eben. Und dann kannst du nämlich sehen, wo du bleibst. Ja. Ist ruhig. Ja, die nicht. Ja. Ich brauche wieder kurz zwei Heiler, damit ich mir die Kacke da rausbasieren. Ich muss ja jetzt nur meine Haus hochziehen, sonst kann ich ganz andere Gebäude hochziehen. Nein, das ist richtig. Das schlupft schon wieder an der Substanz hier. Stein hast du nur noch. Jetzt hält er noch ein bisschen. So, und du ziehst du mal los und machst mir sowas. Sag mal, meine Militäreinheiten verbrauchen grundsätzlich 30% weniger Nahrung bei dieser Fraktion. Und ich kann machen Feldration, verringert Nahrungsverbrauch, eine Militäreinheit um 70% weniger bei 0. Oh, Atme ist auch schon getan. Ich bin sehr angetan von dir, du. Ich nicht. Ach, Henne, dankeschön. Ist aber jetzt echt nett, dass ich jetzt hier noch ein bisschen Nahrung importieren kann, du. Ja, aber ich brech's ab. So. Ja, aber. In dem Moment ist meine Nahrung in den Keller gegangen, was ich gemacht hab. Ja. Ach, jetzt werd ich da oben angegriffen. Wo ist es denn? Ach, da. Er nimmt mir meinen Steinkreis, Alter, die Potsdam. Kann ich natürlich rein rechtlich einfach nicht zulassen. Auch mathematisch nicht. Ja, ich hab hier auch gerade. Ein Wolf ist hier der Meinung, er könnte mir hier mein Land nehmen. Kann man in einem Bereich mehrere gleiche mitnehmen? Ja. Kommt doch an was. Manche Sachen sind beschränkt. Was? Sausack hier. Ja, ich muss mal anfangen, hier ein paar Verteidigungstürme zu setzen. Der Atmer nimmt ja den Sumpf nicht ein, muss man sich selber drum kümmern. Ja, das sag ich ja die ganze Zeit, weißt du, der kackt da rum und dann über das Gebiet, was ihm gehören soll, hat auch Wölfe und darüber das Gebiet, was ihm gehören soll, hat auch Wölfe. Ich hab die ganze Zeit deine Wölfe von seinem Pseudogebiet da reingeschissen. Da brauchst du gar nicht lachen, gleich sind sie weg. Ich hab zu viele Verletzte, das ist ja. Ach, geht's drauf da an! Ach komm, seine Majestät gibt sich die Idee. Was denn? Ja, leck mich! Leck mich! Wenn Sie das hören, lecken Sie mich am Arsch.